Hi Leute und willkommen zu einem Video. Ja Leute, heute spiele ich mal wieder, ja, wie soll ich sagen, ein neues Spiel, wo, also kein neues Spiel, sondern, ja, ich lese eure Kommentare, das sind 17 Stück, Leute. Ein oder zwei davon sind noch von mir. Und dann kommen wir auch erstmal direkt zur ersten Frage. Dr. Emeraldo, vor 17 Stunden. Hashtag Frage. Wann kommt wieder Fortnite Livestream? Also, was lange ist, aber bitte Wochenende. Ja, da kannst du schon mal auf morgen freuen, denn morgen kommt der Livestream. Also Leute, Freitag kommt der Livestream. Dr. Emeraldo, wieder. Hashtag Frage. Vor 17 Stunden. Bist du ein Deutscher oder Ausländer? Musst du nicht beantworten. Die Frage kann ich beantworten, und zwar, sozusagen, ich lebe in Deutschland, aber ich bin mehr Österreicher als zum Beispiel jetzt irgendwie Deutscher oder Franzose. Kommen wir auch mal zur nächsten Frage. Skippy Dragon, das ist jetzt nicht wirklich eine Frage, aber ich wollte es mal zeigen. Ey, ganz ehrlich, herzlich. Ja. Hi, wie geht's? Wollte sagen, dass du ein guter YouTuber bist und deine Videos gut sind. Danke! Also Leute, Ehre an Skippy Dragon und ja. Abonniert mal alle Skippy Dragon. Dr. Emeraldo, wieder. Für 17 Stunden. Hashtag Frage. Wenn dein Haus brennt, also du kannst nur einen retten. Mutter oder Freundin? Schwer zu entscheiden. Ich weiß, aber ich würde in dem Fall, glaube ich, eher Freundin retten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass meine Freundin überlebt, ist nicht so hoch, weil die ja, also erkläre ich das jetzt nochmal kurz, Leute, die ist ja schon etwas jünger. Also, keine Ahnung. Ich bin mit keiner zusammen. Auf jeden Fall, ja, diese Frage ist ein bisschen blöd gestellt, aber ich glaube, meine Mutter würde dann eher mal auf den Boden gehen und nicht so viel Rauch einatmen und irgendwie auch raus können. Also, ich glaube, das ist jetzt nicht gemeint in dem Thema, aber halt so, dass, ich glaube, die Frage ist halt so gestellt, dass dann derjenige, der nicht drin ist, stirbt. Also der raus ist, überlebt, und der noch drinnen stirbt. Also ich glaube, ich würde eher meine Freundin retten. Weil es ist einfach, meine Mutter hatte ich ja schon sehr, sehr lange dann. Und es ist einfach logischer, meine Freundin zu retten. Ja. Dr. Emeraldo, vor 17 Stunden. Okay, das war's. Herzlich auch mal. Kannst du heute Fortnite-Livestream machen? Morgen. Habe ich auch geschrieben. Morgen, Freitag. Ender TV, also TV, vor 23 Stunden. Wann machst du einen Fortnite- oder Minecraft-Stream, wo du mit Zuschauern spielst? Problem ist, Minecraft spielt irgendwie niemand mehr. Deswegen mache ich auch kein Minecraft, aber falls ihr Bock habt, Minecraft zu machen, schreibt es in die Kommentare. Ich habe also Ender TV, bloß nur mit jemand anderen. Hat jetzt gute Idee geschrieben. Freitag. @Mikro_Killer. Okay, alles klar. Dr. Emeraldo, für 17 Stunden wieder. @Mikro_Killer. Nice. Da hab ich Zeit. Glaube ich. Oh Mann. Das hatte ich ja schon. Wann zeigst du dich? Habe ich ja gesagt, beantworte ich nicht. Fand ich auch übelst nett von den Leuten, die das dann auch alles geschrieben haben. Jetzt mal gucken wir uns mal die kleine Diskussion an. Wann zeigst du dich? Leute, ihr hättet darauf nicht so reagieren müssen, weil ich habe gestern mit ihm gespielt, das wisst ihr natürlich nicht, aber ich habe gestern halt mit ihm gespielt und er hat ein bisschen genervt und dann habe ich das auch gesagt. Also, er hat sich mein Video angeguckt, dann habe ich gesagt, ich will nicht, dass er irgendwie Kommentar schreibt, der unnötig ist. Zum Beispiel sowas. Und das habe ich aber auch im Video gesagt, dass ich das nicht möchte. Dann habt ihr aber geschrieben, er hat gesagt, dass er sich nicht zeigt. Ja. Also der Typ, der es geschrieben hat, ist halt ein Freund von mir. Schrägstrich Freund. @NRTV. Das war auch nur so, dass, weil
ich damit in gespielt habe. Ich kenne ihn auch in Real Life. Beste Rechtschreibung. Leute, ich mache mich jetzt nicht witzig über seine Rechtschreibung, aber ich bin ja mit ihm, also ich kenne ihn ja und die beste Rechtschreibung hat er jetzt wirklich nicht. Ed Miroslav. Deogirif, keine Ahnung. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ich habe den Namen, den habe ich nicht gelesen. Egal. Ad NRTV, TV. Warum sage ich immer NRTV? Kein Ding. NRTV. Okay. Hast du Instagram? Wenn das jetzt eine Frage an mich war, ja, ich habe Instagram und ich zeige euch gleich mal meinen Instagram-Account. Und ja. Bis gleich. So Leute, mein Name, den ich hier eingegeben habe, ist Migro. Also das ist natürlich nicht mein echter Name, den habe ich aber auch nicht eingegeben. Benutzername Migro08. Das ist mein Instagram-Account. Ich habe leider kein Foto mehr, der ist irgendwie weggebackt von Instagram oder irgendwie sowas. Und ja, dann spielen wir jetzt kurz was anderes. So Leute, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Und zwar, bisschen laut, Leute. Warum, also wenn ihr Star Wars guckt, wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Oder Star Wars kennt. Ich war gerade irgendwo online, deswegen ist das jetzt auch ein bisschen anders. Auf jeden Fall, Leute, ich habe ein bisschen aufgebaut. Ich bin jetzt Rathaus 9. Ich bin jetzt. Das kann ich eigentlich auch ablehnen. Egal. Ich bin jetzt auf Rat, also nicht auf Rathaus, aber bei der dunklen Kaserne, Leute. Ich habe jetzt auch die Valkyren. Sie machen Schaden pro Sekunde 94, Trefferpunkte 750. 50 Elixier und Ausbildung 3 Minuten. Die wollten wir, will ich mal heute mit euch testen, Leute. Schweinereiter habe ich jetzt auch rein genommen. Meine hier Bogenschützen mache ich gerade auf 3. Und ich mache mir gerade einen X-Bogen. Ja, Leute. Ich weiß, viel zu sagen, aber ja. Meine Frage an euch ist jetzt. Achso, ich habe jetzt übrigens noch meine Barbaren auf Stufe 9. Warum, wenn ihr Star Wars kennt, warum machen die Jedis nicht effektivere Waffen? Oder die Druiden? Oder die Klonen? Oder was weiß ich. Zum Beispiel, wie Laser können die alt werden. Also, warum nehmen die dann nicht einfach die, keine Ahnung, hier, die Munition, die wir heute benutzen, Leute. Die ist viel effektiver gegen irgendwelche Lichtschwerter. Die kann man auch nicht so leicht abwehren wie Laser. Aber ist jetzt auch egal. Damit würden die Siths oder Jedis halt auch viel, viel mehr besiegen oder durchkommen, gewinnen. Kann sein, dass ich das jetzt noch hole, Leute. Ja, das hole ich noch. Eine Sache muss noch zerstört werden. Komm. Schafft ihr? Ja, geil. Oh. Leute, immer so viele Punkte wie möglich holen. Gegner greift noch an. Cool, ich habe gewonnen. Ja, Leute, was gibt's denn noch großartig zu sagen? Ich wollte jetzt noch die ganzen Sachen testen und mache ich mal hier, oder? Soll ich hier machen, Leute? Ich teste es mal hier, Leute. Oder? Nee, ist doch logischer, wenn ich es im normalen Kampf mache. Leute, ich weiß gerade nicht, wo ich das so genau machen soll. Sorry. Ja. Der hat ganz gut Loot. Naja. Geht. So, das ist gut, Leute. Auch schön, alles Gute außen. Lecker. Das Rathaus 9, okay. Double Kanone will ich jetzt nicht unbedingt setzen. Setz mal hier. Leute, jetzt seht ihr mal die Schweinereiter.
Gut, die springen einfach über die Mauer und der hat Dingens und ja. Ich wollte eh nur kurz die Schweinereiter testen. Von daher ist das auch gar nicht schlimm. Bum, 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 bum. Bum. Komm, holt kurz ein bisschen Alexi und dann war's das. Low life, Leute, low life. X-Bogen und alles. Ja, was soll man machen? Die ist ja übelst langsam. Was soll denn das bitte? Ja, egal, oder? Ne, ich place jetzt hier auch meine alle Truppen. Barbarenkönig, schnell nochmal hier. Wut. Wut, nochmal aus Versehen, nochmal hier. Und Gift und hier und dies und das und keine Ahnung. Und du sollst ja endlich durchbrechen, das Elixier holen. Danke. Schade. Egal. Nochmal kurz das hier rausholen und dann wird's auch besser werden. Der Angriff hat sich jetzt, glaube ich, auch nicht so krass gelohnt. Egal, Leute. Habe ich halt ein bisschen verloren. Aber egal. Hauptsache, ihr konntet die Schweine weiter sehen. Kurz wieder neue Armee ausbilden. Das war die untere. Ja. Jetzt greifen wir auch mal Walküren an, Leute. Also, warum sage ich immer Walküren? Walküren. Lille. Ich muss echt Deutsch lernen, Leute. Der lohnt sich jetzt nicht wirklich, auch wenn sein Rathaus da hinten ist. Leute, ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr in Clash of Clans, also wenn Clash of Clans spielt und da wollt ihr irgendwie ja, ein Rathaus angreifen, was übelst cool ist. Und so richtig, aber das Rathaus ist außen. Und er hat nicht wirklich viel, sage ich jetzt mal, Lagerplatz. Also auch nicht wirklich viel. Ja, Leute, wie soll ich das am besten erklären? Sagen wir mal, sein Rathaus ist, steht draußen. Aber er hat wenig Elixier und so. Und wenig Sachen, die er braucht. Wenig Trophäen. Dann solltet ihr ihn nicht angreifen. Kurzer Tipp. Ja, Leute, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Denn ja, es gibt nicht so viele Gegner, die jetzt gut Elixier haben. Auf die habe ich jetzt zwar überhaupt keinen Bock, aber egal. Wow, jetzt war ein Schweinereiter draußen. Egal. Leute, jetzt seht ihr mal die egal, Leute. Wo soll ich denn ein bisschen placen? Ich place mal eine hier. Place jetzt mal alle. Da ist mal ein paar Punkte. Und mal dies. Und mal das. Und mal jenes. Und mal nichts. Und mal keine Ahnung. Das ist so fies mit Wut, Leute. Kurz hier setzen. Kurz die Ecke nochmal Wut blazen. Leute, also ihr habt jetzt kurz die Valikön schon mal im Einsatz gesehen. So sind sie, wenn sie komplett ausrasten.
Och, er hat keinen Schlag mehr setzen können. Schade. Ja, egal, Leute. Hauptsache, ihr habt jetzt mal die Balliküren gesehen. Warum sage ich immer Balliküren? Heißt das so, Leute? Keine. Geh raus da. Danke. Ja, ausbilden. Oder? Was ist das? Ja. So, Leute, das war's auch mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ja, ciao, Leute.